Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder Masak, euer bester Freund. Diesmal ein wirklich kurzes, knackiges Video. Ich habe gestern keine Berichterstattung darüber rausgebracht, dass der Rapper XXXTentacion verstorben ist. Erstmal Rest in Peace, mein Beileid an seine Familie, Freunde und alle Hinterbliebenen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Hätte ich ein Video darüber machen wollen, hätte ich es gestern Abend schon gemacht, als mir meine Leute Bescheid gesagt haben und mir die Info gegeben haben. Viele Grüße gehen hier nochmal raus am Bergkant, der Erste war, der mich darauf angesprochen hat. Aber Freunde, ich habe absichtlich kein Video darüber gemacht. Es gibt genug Geier da draußen, die jetzt darüber ein Video machen und ihre Klicks und was weiß ich was daraus ergattern. Der ein oder andere macht es zu Recht, wenn er wirklich von seiner Art von Musik beeindruckt war, wenn er wirklich eine Beziehung zu dieser Person hatte. Aber ich habe seine Musik weder gehört, noch habe irgendeine Beziehung zu diesem Rapper gehabt. Noch geht mich das irgendwas an. Deswegen habe ich mich da komplett rausgehalten und habe gesagt, Khalas, ich mache dazu kein Video. Heute Morgen auch, ich sitze einfach am Rechner und denke mir, oh krass, so viele Leute haben ein Video darüber gemacht. Schön und gut, macht es, gönnt euch auf seinen Tod eure Klicks. Wenn ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, dann ist das eure Sache, juckt mich aber auch nicht. Soll mich auch nicht besonders was angehen. Aber was für Videos werden mir die ganze Zeit vorgeschlagen von irgendwelchen ehrenlosen, gottverdammten die hochladen, wie sie an seinem Auto vorbeigehen, wie er da in seinem Auto liegt, angeschossen. Ich weiß nicht, ob er da tot war, ich glaube, der lag im Koma, ist erst später gestorben. Auf jeden Fall, der liegt in seinem Auto, durchsiebt mit Kugeln und die filmen das einfach. Wie ehrenlos, gottlos muss man sein. Und sowas ist typisch in Amerika. Wir haben das auch schon mit Logan Paul das Thema gehabt und auch zig andere Beispiele. Diese gottverdammten ehrenlosen Menschen. Ich werde euch jetzt nur einen ganz kurzen Ausschnitt davon einblenden und es auch noch zensieren, damit ihr mir glaubt, damit ihr nicht denkt, das wäre fake oder so. Und das ist das Heftigste an YouTube. Solche Videos bleiben die ganze Zeit online und haben zig Millionen Aufrufe. Wenn ich ein Video raushaue, in dem ich euch erzähle, dass ich in meiner Jugend als 17-jähriger Dummkopf mal einem Wildschwein eine Faust in die Seite gegeben habe, das Wildschwein hat nicht mal was gespürt, aber euch dann im restlichen Video 90% davon sage, macht nicht dieselben dummen Fehler wie ich, wird mein Video gestrikt, mein Kanal hat einfach einen Strike. Ich konnte 3 Monate lang nicht live streamen, was meinen kompletten Kanal zerstört hat. Sowas ist nicht okay. Aber sowas hochzuladen, wie ein Mensch, ein bekannter Rapper mit zig Millionen Abonnenten, mit so einer Reichweite, in seinem Lamborghini liegt so und durchsiebt es mit Kugeln, das ist vollkommen in Ordnung. Das bleibt natürlich auf YouTube drauf und das interessiert keinen. Und an alle, die jetzt sagen, ja, du willst dadurch auch nur Klicks machen, dies, das haltet eure gottverdammte Fresse. Allein wegen dem Titel, was ich hier in dem Video genommen habe, ist mein Video nicht werbetauglich. Zweitens, es geht um den Tod einer Person. Safe, nicht werbetauglich. Drittens, ich sag nur meine Meinung und mich fucken diese ganzen ekelhaften empfohlenen Videos nur so derartig ab, dass ich mir gedacht habe, ich muss meinen Frust freien Lauf lassen. Ich mache dazu ein Video, ihr gottverdammten ehrenlosen da draußen, die über den Tod eines Menschen und den dann auch noch aufnehmen und so Klicks machen. Hoffentlich schmort ihr alle in der Hölle. Und an alle anderen, ich bin so froh darüber, dass die meisten Menschen in Deutschland noch so normal sind und dass wir noch nicht so krank sind wie die ganzen Amis da drüben. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Ansonsten, meine lieben Freunde, danke für eure Aufmerksamkeit und ganz egal, wie schwer das Leben auch sein sollte, ganz egal, wie viele Hürden sich euch noch in den Weg stellen sollten, bleibt sauber, bleibt grün und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mazdak.